Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Das Thema heute ist Ersatzteilerkennung über eine Fotointegration. Warum erlauben wir Ihnen dazu etwas zu erzählen? Wir haben sehr große Expertise aus der Instandhaltung, haben in den letzten 10 Jahren über 270 Instandhaltungsprojekte erfolgreich bei unseren Kunden realisiert. Und sind sehr stolz auf 4 Innovationspreise, die wir gewonnen haben, den Maintainer Awards bei den Kunden Rheinbahn für die Beschaffungsoptimierung, Katalogintegration für den Kunden Daimler für eine mobile Instandhaltung und beim Kunden Coca-Cola für eine Gesamttemplate-Einführung, Rollout einer ganzheitlichen Instandhaltungslösung. Unser Mindset ist SAP, unser Credo ist SAP. Also alle unsere Lösungen sind immer mit einem SAP-Bezug im Schwerpunkt PMCS, EAM. Wir betrachten die Instandhaltung immer ganzheitlich, end-to-end, vom Beschaffungsprozess über den Betrieb, die Instandhaltung, mobile Lösungen, aber auch haben wir den Kunden im Auge und wenn die Instandhaltung als Dienstleistung erbracht wird, und nutzen alle Daten, die Sie in der Instandhaltung erfassen, sei es über mobile Erfassung, sei es über Sensorintegration, Maschinendaten in unseren analytischen Dashboards, um den Prozess in Summe zu optimieren. Aus diesen 270 Projekten haben wir eine Reihe von Best Practices, Templates und Projektbeschleunigern herausraffiniert, um unterschiedliche Aufgabenstellungen, Lösungsaspekte bei unseren Kunden zu adressieren. Ja, das geht vom Thema Workforce Management, unsere Athos Einsatzplantafel, unsere Schnellplantafel, über mobile Lösungen, über Reporting-Cockpits, Datenmigrationsprogramme, Vorschalttransaktionen, die das Leben vereinfachen, hinaus. Heute widmen wir uns dem Thema Spare-Part-Management aus unserer Instandhaltungssuite und fokussieren uns darauf, wie wir hier den Ersatzteil-Identifizierungsprozess und die Folgebearbeitung der Ersatzteil-Identifikation optimieren und beschleunigen können und wollen Ihnen auch die Nutzenaspekte, die Vorteile und die Benefits entsprechend vorstellen. Es gibt klassische Zeitanalysen, die untersuchen, was so ein Instandhalter eigentlich den ganzen Tag tut. Und das zeigt eigentlich überraschenderweise, dass er bis zu 60% seiner gesamten Arbeitszeit für Teileidentifikation aufwendet. Also suchen in alten technischen Dokumentationen, in Zeichnungen, Wälzen von Katalogen, suchen vielleicht von Folgeartikeln, weil der Artikel gar nicht mehr hergestellt ist, weil die Anlage einen entsprechenden Lebenszyklus hat und etwas alt ist. Alte Anlagen dann per se, das ist Frage der Physik, auch ausfallanfälliger werden und höhere Verhalten dann zeigen. Die Schwachstellen hier im Prozess sind alte und unvollständige Dokumentationen oder Expertenwissen in den Köpfen der Menschen. Und hier können moderne Werkzeuge natürlich eine Menge bieten, um das zu tun. Die Folge dieser hohen Zeitaufwand ist natürlich auch, dass der Instandhaltungsprozess in dieser Zeit, also die Stillstandzeiten, die Reparaturdauern, lange brauchen, denn bevor das Teil nicht identifiziert werden kann, kann es weder im Lager geholt oder eingekauft werden und solange steht dann die Maschine. Das verursacht dann entsprechende Produktionsausfallkosten, die oft um ein Vielfaches höher sind als der Aufwand für die Korrektur, also für die Reparatur. Und wir haben uns überlegt, was kann man hier an dieser Stelle machen? Drei Elemente würden wir hier hervorheben. Das eine ist, dass man auch was im Bereich der Stammdaten tut, Harmonisierung der Materialstämme. Wir sehen bei vielen Kunden, dass sie historisch gewachsen in mehreren Werken gleiche Materialstämme mit unterschiedlichen Materialnummern gepflegt haben.
Das erschwert natürlich die Transparenz, gerade dann, wenn ich meine Materialnummer kenne und nicht schauen kann, ob es dieses Material in einem anderen Werk vielleicht mit verfügbarem Bestand entsprechend gibt. Hier haben wir auch Werkzeuge, die wir anbieten können, beispielsweise für den Kunden Coca-Cola in einem Projekt 120.000 Materialstämme harmonisiert, Dublettenprüfungen gemacht und bereinigt und sind da auf eine Bereinigungsrate von 42% gekommen. Das heißt, von den 120.000 Ersatzteilen sind nur 58% nach der Harmonisierung auch im System als eindeutige Materialstämme erfasst worden. Das schafft natürlich viel Transparenz und führt auch dazu, dass Sie Lagerbestände reduzieren können, Sicherheitsbestände minimieren können, ohne hier das Risiko gehen, dass Teile, die wirklich benötigt sind, nicht verfügbar sind. Der zweite Element ist die Nutzung von Katalogintegration für den Einkauf im Bereich der klassischen OCI-Katalogintegration, wo Sie Artikelportfolio bei einem strategischen Lieferanten bündeln können und diese Einkaufskataloge im Idealfall immer direkt an den Instandhaltungsauftrag anbinden können, sodass der Arbeitsvorbereiter, der Instandhalter mit wie bei Amazon seinen Ersatzteil über Suchmaschinen suchen, identifizieren und zuordnen kann. Der Vorteil hier ist, dass Sie über die Bündelung auf Lieferanten natürlich ganz andere Mengen, Rabatte und Konditionen erzielen können, die bis zu 20, 30% Einkaufsvolumen reduzieren. Das pro Jahr, da kommt schon ein erklecklicher Betrag zusammen, der auch den Return on Invest entsprechend rechnet. Und dritter Teil ist die Ersatzteilerkennung per Foto-App, sodass Sie die Zeit für die Ersatzteilidentifikation optimieren können. Der Instandhalter baut einen Teil aus der Maschine aus, macht ein Foto davon und bekommt eine Trefferliste über eine künstliche Intelligenz, über Machine Learning-Algorithmen, was dies für ein Teil sein kann. Und damit realisiert man dann entsprechend den betriebswirtschaftlichen Nutzen. Das würde ich Ihnen jetzt gerne auch mal live im System zeigen. Wir nutzen hierzu eine klassische Fiori-App, die wir erweitert haben. Ich steige mal schnell in unsere Demo ein. So, ich bin jetzt hier auf unserem Fiori-Launchpad gelandet und ich habe hier zwei Störungs-Malfunctions in meinem Arbeitsvorrat, die ich mir jetzt picke und bearbeite. Dann wird also mein Arbeitsvorrat, den ich zu planen habe, angezeigt und ich springe dann in unseren Auftrag hinein, für den ich beispielsweise jetzt eine solche Reparatur durchführen muss. Ja, jetzt gehe ich vor Ort und möchte mal einen Teil identifizieren. In unserem Fall haben wir hier so eine Art Blaufilter gemacht. Den habe ich jetzt ausgebaut und in der Hand. Dann starte ich die Foto-App und nehme mir das Foto auf. Ich halte das mal hier in die Kamera. So. So, jetzt haben wir hier unser Foto gemacht. Und dann sehen wir hier in der Ergebnisliste die Hitliste mit dem Vertrauensintervall. Wir sehen, dass beispielsweise das erste Element 98% Vertrauensintervall hat und wir sagen, dass das auch unser Ersatzteil ist, was wir auswählen. Dann wählen wir das hier aus und geben die Menge ein. Hier haben Sie Zugriff auf weitere Attribute, die im SAP Backend gepflegt sind, wie Preis, Verfügbarkeit, Langtext oder so. Und bei der Übertragung wird das Material dann zum Auftrag hinzugefügt. Und das erzeugt dann die entsprechende Reservierung im Auftrag.
Wir sind ja jetzt hier gewesen, dass wir das Foto gemacht haben und die Menge eingegeben haben. Und wenn wir es übertragen, dann wird das Ersatzteil hier in die Komponentenposition unserer Meldung übertragen und hieraus zum Auftrag eine Reservierung erzeugt. Und dann laufen die klassischen Backend-Prozesse wie MRP-Integration, die eben prüft, habe ich für diesen Bedarf Bestand da, abhängig von den eingestellten Dispositionsmerkmalen, Sicherheitsbestände, Mindestbestände, wird dann, wenn kein Bestand da ist, automatisch eine Folgebestellung zur Auffüllung des Lagerbestandes ausgelöst. Wenn ich an der Stelle einen Artikel auswähle, der eben kein Lagermaterial ist, also keine SAP-Materialnummer, dann kann ich hieraus auch direkt den Bestellanforderungsteil anlegen, also eine Bestellanforderung, eine BANF anlegen, denn ich habe ja in dem Bildauswahl Text und Artikelnummer zur Verfügung und das kann ich der BANF-Position an der Stelle mitgeben. Was muss man tun, um so eine Fotoerkennung durchzuführen? Das sind zwei Schritte. Einmal muss man natürlich die Ersatzteile erstmal scannen und in den Datenbestand überführen. Hierzu gibt es eine Lösung von der Firma Bosch, Cognitive Services. Die haben also auch Werkzeuge, 3D-Scanner, mit denen Ersatzteile schnell und einfach digitalisiert und gescannt werden können. Und diese Maschine überträgt diese Daten dann auch in die Cloud, um eben daraus eine Muster- und Maschinenerkennung zu trainieren. Im vierten Schritt ist dann unsere App, die Fotointegration macht und den Service aufruft mit der Übergabe des Bildes an die Machine Learning Intelligenz und dann die Bildverarbeitung und Ableitung der Ergebnisliste verarbeitet und die Folgeverarbeitung im Backend, sprich Reservierung oder Auslösung eines externen Bedarfs als Bestellanforderung. Hier sehen Sie mal ein Beispiel einer solchen Scannermaschine von Bosch. Gibt es unterschiedliche Varianten, die man im Rahmen eines Proof of Concepts oder im Rahmen einer Einführung entsprechend über einen gewissen Zeitraum mietet. Mit so einer Maschine können Sie circa 300 Ersatzteile pro Tag scannen. Sie nehmen Ihren Ersatzteil hier auf den Teller, der dreht sich, dann fährt hier so eine schöne Zeiss-Kamera mit einer Monster-Auflösung da drum und macht hunderte von Fotos und erstellt daraus ein entsprechendes 3D-Modell Ihres Ersatzteils und überträgt diese Daten auch direkt in die Cloud mit ein paar Zusatzattributen, also vielleicht Ihre Materialnummer, Ihre Bezeichnung und ein paar Attributdaten, vielleicht Lieferant, Artikelnummer für die Inventarisierung. Bei dem Datentransfer werden diese Daten dann entsprechend abgelegt und auf diese Bilddaten wird dann ein neuronales Netzwerk draufgeschaltet, was eben die Bilderkennung prüft und dann als Ergebnis einen entsprechenden REST oder Webservice anbietet, wo Sie von einer Bilderkennung, einer mobilen App oder einer Kamera diesen Service ausrufen und als Ergebnis eben so eine Trefferliste erhalten, die Sie dann in Ihr Backend zurück integrieren. Der Anteil des Scannens, der Inventarisierung und der neuronalen Networks wäre ein Anteil von unseres Partners Bosch. Und die Integration die Rückintegration in ihr Backend, die mobile App inklusive der Reservierung und der Bestellauslösung wäre dann etwas, was aus unserem Portfolio käme. Ja, damit wäre ich auch inhaltlich durch und freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, vielen Dank, Lutz. Ja, es sind insgesamt 4 Fragen reingekommen in der Zwischenzeit. Die erste Frage, die reinkam, war, als du das Bild gescannt hast. Die Frage war, kann ich mir zu den Materialvorschlägen der App weitere Details wie Texte und Bilder anzeigen lassen? Ja, selbstverständlich. Das ist ja, das ist dann, kann kundenspezifisch ausgeprägt werden, muss man dann sagen, wo sie diese Textinformationen haben und dann kann man die auch mit anbieten. Oder auch schon beim Scannen kann man diese Informationen mitgeben, sodass sie dann auch über den Webservice vielleicht schon mit angeboten werden. Das muss man dann im Detailfall ja, konzipieren und schauen, was da Sinn macht und wo es helfen kann. Aber selbstverständlich kann man das erweitern. Ja gut, die nächste Frage, welche Datenbasis ist notwendig, damit ich die App benutzen kann? Also erstmal unser Credo ist ja eine Backend-Integration. Das heißt, Sie sollten entweder MM oder Instandhaltung oder Service im Backend-System haben als Basis für den, wo wir den Bedarf hineinschreiben. Beispielsweise als Reservierung in einen Instandhaltungsauftrag. Und dann brauchen Sie eine App, das könnte eine Fiori-App sein oder eine andere mobile App, wo Sie eben diesen Webservice über eine Kundenentwicklung, über ja, Entwicklungsintegration einbinden und dann die Backend-Verarbeitung machen. Jetzt haben wir es Ihnen gezeigt über eine Fiori-App, die man an der Stelle dann entsprechend nutzen kann. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, okay, danke. Dann die nächste Frage. Bei uns erfolgt die Beschaffung von Ersatzteilen direkt aus dem PM-Auftrag. Kann man die App hier in unseren spezifischen Beschaffungsprozess im SAP integrieren? Ja, das ist auch unser Vorschlag. Wir sehen auch bei vielen Kunden, dass die Beschaffung oft in Drittsysteme ausgelagert ist und nicht direkt über den PM-Auftrag erfolgt. Wir sehen das als großen Nachteil, weil nur dann, wenn Sie die Bedarfe in den Instandhaltungsauftrag mit reinschreiben, haben Sie auch einen Überblick auf einen Klick, welche Teile wurden bestellt, wie ist der Bestell- und wie ist der Freigabestatus, wie ist der Lieferstatus, ist alles vollständig beliefert. Und nur so kann unserer Meinung nach der Arbeitsvorbereiter, der Planer erkennen, ob ein Auftrag vollständig beliefert ist und eine vernünftige Einsatzplanung mit verlässlichen Daten und auch eine saubere Terminabstimmung mit Produktion oder dem Kunden ausstellen. Also das ist eine klare Empfehlung, das direkt in den Instandhaltungsauftrag einzubinden. Sie können es aber auch in die Funktion BANF anlegen, das ist eine reine MM-Funktion, mit integrieren, wenn Sie das wollen. Also da sind Sie flexibel und frei. Okay, vielen Dank. Dann kam eine weitere Frage hier zum Scannen und zur Erkennung rein. Welche Trefferquoten sind realistisch? Zum Beispiel bei schlechten Lichtverhältnissen funktioniert es dann auch noch? Das funktioniert relativ gut. Es gibt ein paar Objekte, die schwierig sind. Also wenn Sie Glasobjekte fotografieren, dann tut sich jede Kamera natürlich schwer wegen der entsprechenden Reflexion. Und bei Leitungen und Schläuchen gibt es natürlich entsprechende Schwierigkeiten, wenn dann keine Beschriftung drauf ist. Dass die Trefferquoten dann eher was in den Keller gehen. Aber die Zeiss-Optik, die hier drin ist, die kann schon sehr hochauflösend das Modell bringen. Wir reden hier von einer Auflösungsgenauigkeit von einem Zehntel Millimeter. Und da sind auch Mechanismen drin, die, wenn so ein Teil beschriftet ist und man die Beschriftung lesen kann, dass das auch noch in der Mustererkennung mit berücksichtigt wird. Okay, dann noch eine weitere Frage jetzt zu dieser Bosch-Maschine. Kann man die Anlage zum Scannen vom Bosch weltweit mieten? Ja. Klares Ja. Klar, ist ja okay. Knappe Antwort, Ja, wunderbar. ein weiterer Benefit ist natürlich, dass man damit auch seine Artikel digitalisieren kann.
Und ich auch so einen Prozess wie eine Materialharmonisierung, Duplikatsuche, Inkonsistenzsuche mit unterstützen kann. Stellen Sie sich vor, Sie machen jetzt erstmal eine Ersatzteilaufnahme in einem Werk. Das kennen Sie, Ihren Ersatzteilvorrat aus dem Lager, einmal durch. Und dann gehen Sie ins zweite Werk, machen das nochmal und dann fotografieren Sie ein Teil, was vielleicht in Ihrem Werk da eine andere Materialnummer hat, aber über die Mustererkennung dann erkannt wird, das Teil habe ich schon mal fotografiert, dann kann man darüber auch den Prozess einer Datenbereinigung gut unterstützen. Und das kann einem helfen, auch in Richtung Policy One Part, One ID zu gehen. Okay, danke. Wir haben noch eine letzte Frage. Welche Systemvoraussetzungen werden für den Einsatz der App benötigt? Läuft die App nur unter S4HANA oder auch unter ERP? Das hängt davon ab, wie Sie Ihr ERP-System bezüglich Fiori aufgerüstet haben. Also Fiori ist per se erstmal von der Technologie natürlich verknüpft mit Fiori, aber Sie können auch ein ERP-System Richtung Fiori aufbauen mit den entsprechenden Rüstaufwänden und Nachteilen. Das muss man sich dann im Einzelfall anschauen. Wir wollen aber auch, oder das werden wir machen, die Ersatzteilerkennungs-App in unsere mobile Applikation, Mobisys zum Beispiel, integrieren und dann können Sie auch eine andere mobile App dafür nutzen. Also sind nicht an Fiori gebunden. Okay. In der Zwischenzeit kam noch eine Folgefrage zu der Mietung hier rein. Die Frage lautet, nach dem ersten Scannen gebe ich die Maschine an Bosch zurück. Wie scanne ich dann neue Artikel, die ständig in meinem Lager angelegt werden? Ja, da muss man gucken, wie man das organisiert. Da gibt es zwei Methoden. Also entweder macht man dann auch einen Pflegeservice-Vertrag auf, indem man diese Teile entweder an Bosch schickt. Bosch das Scannen und Inventarisieren der neuen Artikel für Sie als Dienstleistung übernimmt und Sie dafür eine entsprechende Gebühr, Fee bezahlen. Oder Sie mieten sich den Scanner dann einfach nochmal für 1, 2, 3 Tage, um dann auch kontinuierlich diese Artikel zu digitalisieren. Man sollte beim Digitalisieren auch überlegen, dass die digitalisierten Ersatzteile im Backend, also in Ihrem SAP-System, als schon digitalisiert gekennzeichnet sind, sodass Sie auch immer einen Überblick haben, welche Teile habe ich denn schon gescannt und welche nicht. Das gehe ich mal von aus, dass Sie sowas natürlich mit berücksichtigen. Ach, da kommt noch eine Frage rein. Kann man die Teile schon digital vom Lieferanten bekommen? Wenn Sie die als 3D-Modell mit Fotos haben, kann man die natürlich auch schon übertragen und mit uploaden. Kann man das hier in diesen Inventarisierungsprozess natürlich mit integrieren, ja.